Hallöchen zu einer weiteren Folge Let's Play Grimdar mit Redlet am Mikro. Im Tal grasen die Dinos. Ich würde mal sagen, wir können so rumgehen. Ist aber auch ein bisschen doof, ne? Ich weiß auch nicht, das ist ja so verwinkelt. Da habe ich immer so ein bisschen Angst, irgendwas zu vergessen. Wir gehen zurück und gehen unten rum. So sieht's aus. So. Ich bin noch ein bisschen zerknittert. Ist relativ früh am Morgen. Aber das ist auch die ideale Aufnahmezeit so ein bisschen, weil es auch nicht so heiß ist. Und ich habe gesehen, wir haben aufgelevelt. Oh, wer ist das denn? Wer möchte was? Oh ja, das ist aber böse mit dir, ne? Bin ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Sowas am Morgen. Blutrünstige Bestien und so. Nee. Ring mitnehmen. Sandklauenzerhacker, da steht immer eine Menge Kram dort, aber passt zu uns, ja. Moment mal, physischer Schaden. Feuer, Blitz, auch ein interessantes Teil. Blutungswund, machen wir auch so ein bisschen, je nachdem, wie halt die Devotion-Punkte auch so ein bisschen ausgesetzt habt. Also nicht ausgesetzt, sondern gesetzt. So. Also hier auf alle Fälle Konstitution nochmal. Jetzt ist die Frage. Also ich möchte hier definitiv noch eins setzen. Das braucht natürlich Energie. Das heißt, wir müssen hier hinten noch so ein bisschen hoch, ne? Das stinkt mir, aber ich mache es trotzdem. Weil Stabilität geht erstmal vor. Das ist so das Wichtigste für mich. Außerdem bekommen wir so ein bisschen Angriffsqualität. Was hängt mir denn da im Gesicht für einen Zipfel? So, ich muss jetzt aber meine Karte mal original hindrehen. Ja. So schön. Patsch, 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 patsch. Da kriegst du ja nasse Socken hier. Da waren wir auch schon, aber hier hinten sind wir nicht weitergegangen, ne? Ja, das kommt davon, wenn man die Karte zu oft dreht, dann verliert man so ein bisschen Überblick. Hier geht es nach oben. Ich würde das aber gerne mal lassen. Ich würde erst unten diese Feuchtgebiete so ein bisschen machen. Obsidianring. Oh, jetzt sehe ich auch meine Uhr. Toll. Patsch, 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 patsch. Eigentlich war heute bei mir so eine längere Tour geplant, habe ich ja vorhin gesagt, in der letzten Folge. Also gestern. Ah, du Scheißvieh, ich gehe jetzt nicht nochmal wegen dir zurück. Und jetzt regnet das. Ich habe es heute früh schon gehört. Bin sogar ein bisschen davon wach geworden, weil der Regen so an mein Fenster geklopft hat. Das schmeiße ich gleich mal wieder raus hier. Hier den Gürtel auch. Wieso nehme ich das eigentlich mit? Und diese Apothekergeschichte, das sollte ich mir auch mal irgendwann wirklich mal anziehen. Ich weiß bis noch nicht genau, welcher Charakter dafür ideal ist. Das habe ich nie ausprobiert. Also hier dieses Set des Apothekers. Das da. Sogar das mächtige Set. Also ich schätze mal, man wird sehr stabil werden. Sollte man wirklich mal ausprobieren. Also wenn man jetzt gar nicht weiterkommt vielleicht. Es mal ganz konkret irgendwie setzen. Feuerblitz, Geist, Leben, ja, Angriffsqualität, Elementarwiderstand, nicht die schlechtesten Botten, können wir mitnehmen. Verkaufen kann man es auf alle Fälle. So,
Jetzt geht's hier unten. Ah, es geht durch. Ach, guck mal einer an. Interessant. Ich frage mich, wie die Vögel, wenn die hier unten im Tal landen, ob jetzt greif oder nicht, ist ja völlig wurscht, wie die wieder hochkommen, ne? Weil ein Vogel macht das eigentlich nicht, dass er in so ein beengtes, in so eine beengte Tiefe reinfliegt, weil er da nur schlecht wieder hochkommt. Also er kann kaum flüchten, ne? Wenn irgendwie ein Fressfeind kommt. So, hierhin geht's nicht weiter, oder? Habe ich jetzt geguckt? Ja, nein, weiß nicht. Das sieht nicht gut aus. Nee, nicht wirklich. Okay, gehe ich hier nochmal herüber so ein bisschen. Naja, auch nicht. Mal gucken auf der Karte. Weil das riecht hier unten schon so ein bisschen nach Versteck, ne? Nee. Da ist Ende Gelände. Aber was war jetzt hier besonders? Vielleicht nochmal in der Mitte gucken. Ja, die Insel wird es. Ja, das wird es gewesen sein hier. Das wird es gewesen sein. Aber das. Leiche. Na, guck mal einmal an. Da war doch noch was. So. Großaxt. Ein Schild. Nehme ich mal mit, weil es, glaube ich, nicht so groß ist. Nee. Wo sind jetzt die Rondache da? Ich sehe sie nicht. Ach, hier ist sie doch. Ich habe sie überhaupt nicht mitgenommen. Passt natürlich nicht wirklich rein hier. Ist ja noch eine, vielleicht eine Waffe. Nee, haben wir nicht. Schade. Naja, jetzt bin ich ein bisschen aufgeschmissen, weil das Wetter nicht so gut ist. Aber mal sehen, vielleicht ändert sich das ja im Laufe des Tages noch. Moment, ich könnte jetzt. Hier müsste ich aber auch nochmal hin, ne? Wie komme ich denn am besten hier hinten hoch? Moment. Ich nehme an, so rum. Ja, das sieht gut aus. Scheißviecher, die machen hier, glaube ich, eine Versammlung oder sowas. Das Gemeine daran ist, dass du in der Gruppe nicht siehst, wo das Sternchenmonster ist oder ob da überhaupt eins ist, ne? Das sieht man irgendwie ganz schlecht. Und dann kneifen dich die ruckzuck im Popo. Die Angriffsqualität merke ich schon. 19, die müsste eigentlich hoch. Da müssen wir mal sehen, dass ich demnächst auch das mit dem Ring endlich mal mache. Also hier vielleicht auch das Zeichen der Illusion ersetzen. Das Blöde ist, dass ich halt auch einen Haufen Energie darüber bekomme, ne? Also hier Energieregeneration, Geist ist so ein bisschen drin. Das geht uns dann so ein bisschen ab. Notfalls müssen wir vielleicht auf den, naja, Angriffsgeschwindigkeit behalte ich mal. Ich habe immer noch nicht gebrütet. Ich habe jetzt sehe ich die Aufnahme noch hinten dran gesetzt, weil das Spiel noch offen war. Und ja, irgendwann auch mal was Schlimmes passieren kann. Dann stehe ich da sozusagen wieder vorm Nix. Jetzt wollte ich zumindest bis zum nächsten Portal irgendwie machen. Hier drin, ich glaube, da waren wir noch nicht, ne? So. Machen schon Bums hier, Jungs.
Ich denke, es ist auch an der Zeit, dass wir hier das Drakes Zeichen ersetzen. Ne? Das schreit schon jetzt förmlich hier nach so einer Geschichte. Eins von den beiden hier. Siegel des Pesthauchs. Beißende Klinge, obwohl ich muss ehrlich sagen. Ja, und ein plus 30% kritischer Schaden. Ach, hier plus 20% kritischer Schaden. Ich glaube, das wäre besser. Ich glaube, das werde ich ausprobieren. Und die hier zimmern auch ordentlich rein. Eigentlich kann das überhaupt nicht sein, ne? Ich habe so viele Resistenzen hier aufgebaut. Ein Stein, ein Stein. Ein Vogel, ein Stein. So, wo geht's hier hin? Ui. Ah. Müssen wir da rein? Nee. Wir können da rein, wir müssen aber nicht. Wir gehen aber rein. Das mal jetzt gleich. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da eine Quest dazu gab. Keine Ahnung. Habe ich total. Was haben die für ein Level? Der Level ist gar nicht mal hoch, ne? Aber auf irgendeine Art, also das Spiel tritt mir so ein bisschen in die Nüsse, ne? Irgendetwas passt ihm sozusagen hier nicht. Mal sehen. Ich nehme an, das sind hier diese. Ja, das werde ich als nächstes ersetzen. Das probiere ich aus. Also es ist Uckenbock-Leder und diese Geschichte hätte ich auch gern dran. Ich weiß nur noch nicht. Schulterbrust-Kopfrüstung. Elementarrüstung, Äther, Elementar. Lebenskraft. Wenn wir Elementar verlieren ein bisschen, wäre nicht so schlimm. Ätherwiderstand verlieren wir. Hier gewinnen wir den wieder. Lebenskraft. Rüstungsabsorption, ein bisschen Leben. Sollten wir vielleicht mal am Kopf machen. Na? Oder einfach nochmal neu starten, das könnte man auch machen. Dann kann es nämlich schon weg sein. Hier, ja, das ist nicht normal. 83. Heiltränke. Was habe ich denn genommen an Heiltränken? Ach so. Weil zeigt mir momentan auch nicht an, was sie für einen Schaden machen. Vielleicht bei ihm jetzt Wundschaden und Verbrennung. Ja, gut. Halt das noch der Geist. Ja, schon weg. Trefferfehlerquote. Reduktion aller Schadenstypen. Verteidigungsqualität. Ach, das ist ein Bossmonster. So. Was ist denn das für ein Geblitzding, Sie hier? Das hört überhaupt nicht mehr auf. Das ist relativ neu. Umhang der aschgrauen Adern. Ich finde ihn schick, der schaut sehr gut aus. Nützt uns nichts.
So. Eieiei, da kommt was ganz Schnelles. Ich bleib hier mal stehen. Ich schicke meine Eggis runter. Geht nicht. Warum nicht? Auch so schnell, ne? Also zwei, drei kann ich schon mal platt machen aus der Ferne. Das ist schon mal gut. Da unten ist ein Schrein, deswegen vielleicht. Jetzt gehe ich hier nochmal gucken. Ja, da ist der Weg zu weit für die. Moment, Moment, was steht da? Widerstandsfähige bewahrende Treter. Ah, die Übersetzung manchmal. Des glühenden Todes. Ist aber auch nicht einfach, ne, wenn er sowas übersetzen muss. Die ist schon eine harte Nuss. Kann man hier durch? Ah, ich muss sogar da durch. In Richtung Schrein. Hier könnte vielleicht was sein. In Richtung Schrein. Erst ein bisschen das Umfeld so abchecken. Denn wenn ich weglaufen muss und laufe hier dann irgendwie drei, vier so Sternchenmonster in die Arme, dann habe vielleicht hinten dran noch mehr, die aus dem Schrein irgendwie rauskommen. Das wäre natürlich nicht so gut. So, euch werde ich zeigen. Da kommt noch einer. 84, ne, das sind 5 Level über uns. Ist nicht so allzu viel, ne? Das passt da so ein bisschen hin. Hier sollte noch eine Waffe her. Umschlichten tue ich da jetzt nicht. Da könnten, Moment, ja, da könnten wir hier sowas. Nee. Das Bildnis vielleicht. Ja, das passt rein. Das wird, glaube ich, noch besser. Ja, so ist gut. Kälteschaden, einfrieren. Ja, die machen halt so einen Schaden. Nein, 11 Schultern. Sehr witzig, sowas. Das Zufall ist das nicht. Weiß auch nicht, was wir machen können. Also im Augenblick. Außer natürlich stärkere Rüstung zur Modifikation irgendwie dran basteln. Die Ecke ist vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Aber. Ah, ja, das ist doch eine Quest. Wäre eine Quest gewesen, glaube ich. Aber das können wir ja später nochmal machen. So. Nehme ich mal mit. Und da ich kein Einhand-Feuerwaffen-Fan bin, nehme ich das nicht mit. Habe ich mir schon gedacht. Ja, macht ihr mal den Geist. Während ich so ein bisschen um die Kurven tanze. Hast schon auch wahnsinnig viele Eigenschaften hier noch drauf, ne? Zweihandaxt. Nützt uns nur leider überhaupt nichts, dieses Riesenteil.
So, jetzt gehe ich hier nochmal hoch. Ja, genau. Da ist eine Truhe. Hier auch. Das Amulett nehme ich mit. Schade, dass wir nur so wenig, dass wir keine Devotion-Punkte, nicht so wenig, aber dass wir überhaupt keine mehr setzen können. Vielleicht müssen wir auch nochmal umdisponieren, ne? Schade, ich werde jetzt zu gerne durchgehuscht. Hier noch platt machen. Ich glaube, diesmal habe ich die Geheimgänge übersehen. Naja, was soll's. Mein morgendlicher Grüntee mit Ingwer. Der hilft immer so ein bisschen zu entschlacken. Ist wirklich so, funktioniert wirklich sehr gut. Also Grüntee am Morgen. Werdet ihr das ganze überschüssige Wasser los, was ihr irgendwie eingelagert habt? So, ey, vielleicht sollte ich doch mal bis zum Ende gehen. Ja. Sonst laufe ich dann später nochmal zurück, weil da irgendwie so ein Eckchen ist, wo ich denke, da geht es irgendwie weiter. Und dann doch nicht. Wir können ja auch folgen. Also, okay, das ist so ein bisschen ein Stichwort. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir werden jetzt hier verschwinden. Erstmal gucken wir, wo wir sind. Hier. Rift in der Sonnenbannoase, ne? Ja, genau. Ich gehe jetzt mal zurück. Wir haben ja oben noch einiges, was wir machen können, ne? Und zwar in die Konklave der Drei. Ist, so heißt das doch, oder? Mal gucken. Ja. Dann verscheuern wir hier so ein bisschen Kram. Und gucken mal. Ob wir vielleicht hier was Besseres setzen können. Was so ein bisschen vielleicht Defense noch mehr bringt, ne? Erhöht die Rüstung um 4%. Feuer, Äther, Verbrennung. Wandeln wir ja so ein bisschen um. Verteidigungsqualität? Nein, nicht wirklich. Das nützt uns eigentlich nicht viel. Hier vielleicht. Na gut, mit dem physischen Schaden, den wandeln wir ja auch um. Also erstmal alles so ein bisschen weghauen. Schuhe. Das verkaufe ich sowieso, weil ich das nicht benutze. Da, das alles weg. Das auch weg. Das ist ein Anhänger, ne? Weg. Die sind nicht schlecht, aber was soll ich mit dem ganzen Kram? Das ist ja echt schon ein bisschen viel. Ätherschaden, nein. Ringe warte ich mal noch, aber ich glaube, so Medaillenzeug. Chaoswiderstand, Blutungswiderstand. Jede Menge Angriffsqualität. Also schon interessant von der Angriffsqualität. Hier auch. Warte ich mal noch. Ich schmeiß erstmal die ganzen Waffen irgendwie raus. Also hier diesen ganzen Kram. Sandklauen, Zerhacker. Brauche jetzt auch nicht unbedingt. Hier des Beschwörers. Das weg, das weg. Berührung des Apothekers. Lagere ich mal ein, weil ich es mal ausprobieren will. Und hier müssen wir auch so ein bisschen was wegschmeißen. Feuer, Äther, Energie, Ätherwiderstand, nein. Lebensentzug.
Eigentlich auch nicht. Das noch weg. Hier. Das werde ich jetzt mal tauschen. Da ist noch so ein komisches Zeug. Ist auch eine Medaille Feuerverbrennung, Raffinesse. Aber ich benutze es nicht. Ich heb die Dinger immer auf. Sie passen auch irgendwie. Aber ich benutze es dann am Ende gar nicht. So. Nein. Das lage ich ein. Das ist dieser Foliant. Den wir, glaube ich, besorgen sollten, ne? Ich glaube schon. Irgendwer wollte das. Müssen mal gucken, wer das war. Hier komme ich gleich zurück. Wer könnte diesen Folianten haben wollen? Könnte Hilfe gebrauchen. Was war mit diesem Folianten hier? Dieses uralte Buch scheint Methoden für die Erforschung von arkanen Reliquien und Rüstungen zu beschreiben. Ein geschultes Auge wird notwendig sein, um die Texte vollkommen zu entziffern. Questgegenstand. Toll. Vernichte. Ach so, die Entfesselten müssen wir auch noch machen, sonst geht das nicht weiter. Verstehe. Nee, bin ich ein bisschen unzufrieden. Höchstens, wir können auch mal sagen, wir verzichten auf die Rüstung. Hier. Physisch Durchschlags, Leben, Ätherwiderstand. Nee. Ach so, ja, das habe ich wahrscheinlich deswegen aufgehoben, wegen dem ganzen Kältewiderstand da unten. Kälte und Elementar, das ist natürlich nicht schlecht. Das kann einem schon mal helfen, sowas, wenn man so einen Ring hat, wo man sagt, ich komme absolut nicht weiter. Das können wir ja verkaufen, sehe ich gerade. Da hat sich wieder jede Menge eingeschlichen. Die Hose hebe ich auch auf. Ganz bewusst, weil die physisch, ja, physisch Wund, Konstitution und so, tektonische Verschiebung haben wir nicht. Erdbeben gefällt mir ganz gut. Hier habe ich noch. Ach, hier, guck mal an. Anorak, ne? So. Ich glaube, das hat sich dann wohl total erledigt. Da gibt es nichts mehr. Das ist jetzt, das ist der verwundete Bruder. Ganz genau. Es geht ihm gut. Nein, technisch gesehen ist er untot. Oder ein Geist oder sowas. Ich muss zugeben, es ist seltsam und ich bin mir nicht sicher, wie man es nennt. Aber es ging ihm nie besser, soweit ich das beurteilen kann. Er ist so schlau wie eine Kiste voller Steine. Also weiß, so schlau wie ein Sack russische Holzschrauben. So kenne ich das. Also weiß ich nicht, ob es für ihn eine Rolle spielt, ob er ein Geist ist oder nicht. Zumindest sind wir jetzt wieder alle zusammen. Ja. Was mache ich jetzt? Ich werde jetzt heimgehen. Und werde die Antiveninsalbe ersetzen. Das mache ich mal in Devil's Crossing. Ich will da immer vorbeigucken, ob da die Kacke am Dampfen ist oder irgend sowas. Oh, ich meine, ich bin total zerknatscht. Ja, zerknatscht ist der richtige Begriff. Mal gucken, ob der alte Kuttenbrunze hier was haben will. Nee, will er nicht. Das Vieh hier stinkt auch schon zum Himmel. Ich war doch richtig. So.
Da müssen wir auch wieder Edelwiderstand dran machen. Ich nehme mal diesen Gürtel. Ja, Moment mal. Wartet mal, Leute. Vielleicht habe ich noch eine bessere Idee. Halt. Wo ist denn der Gürtelstapel? Es gibt nämlich noch einen interessanten Gürtel. Das Ding wäre auch, ist schon ein bisschen wie für uns gemacht, ne? Bevor ich jetzt das dran bastel, also das Aktenbuchleder, gucke ich nochmal in meine Truhe rein. Weil ich ja so ein paar Gürtel eingelagert habe, ne? So, und die glaube ich waren hier. Es ist ein bisschen was. Hier sind noch ein paar mehr. Das wird schon reichen irgendwie. Jede Menge Gesundheitsregeneration. Aber das mit der hier, das ist schon sehr gut, ne? Mit der Raffinesse, Geist, Konstitution ist okay. Verteidigungsqualität, Verfassung, geblockter Schaden. Darum geht es mir so ein bisschen. Es gibt aber noch bessere. Okay. Mal hier genau gucken. Hier haben wir auch noch so einen Bursche. Ich könnte dieses Physics-Werkzeugpäckchen ausprobieren. Leben, Energie, Angriffsqualität. Er ist schon nicht schlecht, ja, der Bursche. Oder hier. Ich probiere das mal aus, Leute. So, und es kommt wieder dran, der Edelwiderstand. Und was ich jetzt mache, ich stelle jetzt das nochmal her. Das Aktenbockleder. Uktenbockleder. Ich sage mal Aktenbock. Uktenbockleder. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Hier, da war es schon. Da. 1, 2, 3, 4. Jetzt muss ich nochmal hier hoch. Edelwiderstand. Das geht so nicht. So. Jetzt nehme ich hier diesen Gürtel noch. Den hätte ich gerne zurück. So. Das ist schon mal ein Projekt. Wenn man das so liest jetzt, lest das mal hier. Verzauberte Erde, ja? 4% Leben. 5 Gesundheitsregeneration, erhöht die Rüstung um 4%. Das ist eigentlich für Level 75 total bescheiden. Weil viele andere Gegenstände bringen das von Haus auf mit. Selbst die Antiveninsalbe. Moment, Antivenin. Ist das noch ein blöder Ring? Wo ist denn jetzt die Antiveninsalbe? Antiveninsalbe. Ich sehe sie nicht. Wir hatten doch 10 Antiveninsalben. Hier ist auch noch so ein Stern. Jetzt verkaufe ich mal schnell die beiden Ringe. Weil ich die Antiveninsalbe irgendwie nicht finden kann. Irgendwo muss sie doch sein. Kann doch nicht wahr sein. Antiveninsalbe, wo bist du? Ich könnte jetzt alles der Reihe nach durchgehen.
Hölle, das gibt's doch nicht. Haben wir noch einen anderen Gürtel, wo nichts dran ist? Darüber findet man es nämlich relativ leicht. Wenn jetzt so ein Hover macht, dann blinkt alles auf, was man dran machen kann. Und Antivenin-Salbe kannst du dran machen. Ich habe doch 10 Mal gemacht davon. Nee, wir haben keine dabei. So sieht's aus. Ich war jetzt bloß irritiert, weil er halt mir das angezeigt hat. Aber er zeigt mir auch die Sachen an, die eingelagert sind, ne? Also Antivenin-Salbe sollte man dabei haben. Ja, jetzt haben wir wieder welche dabei. So, wenn ihr das jetzt vergleicht hier, ne? 5 Gesundheitsregeneration, 24 Rüstung, 20 Gift- und Säurewiderstand. Mit dem hier. 4% Leben, 5 Gesundheitsregeneration, erhöht die Rüstung um 4%. Ja gut. So, was ich jetzt mal ausprobiere, falls es nichts wird. Ich ersetze jetzt meinen Runenstein mit dieser heiligen Rüstplatte. Oder wir machen es hier dran. Geht uns zwar noch mehr Gesundheitsregeneration flöten. Und die Verteidigungsqualität. Nee, wir machen es an Kopf, Leute. Ich mache das an Kopf dran. Brauche aber das hier. Wegen dem. Ja, das brauche ich nochmal. Das mache ich jetzt. Habe ich noch nie ausprobiert. Ist sozusagen Final. Ich will das jetzt wissen. Moment mal. Wir sind ja 5% drüber, ne? Wir können theoretisch auch was anderes dran machen in dem Fall. Vielleicht findet sich da noch was Besseres. Weil hier eigentlich Feuer, 128% bin ich oben drüber. Bin ich fast geneigt, Ätherwiderstand dran zu machen. Überschreiben kann man es ja jederzeit. Das ist ja nicht das Problem. So, jetzt haben wir schon mal 2 Sachen. Jetzt finde ich wieder diesen einen Gürtel nicht. Ah, Mami, Mami, wo ist denn jetzt der Gürtel? Hier. Den hebe ich doch nochmal auf wegen den geblockten Schaden. Und man kann ja auch einen schicken Gürtel machen. Das habe ich bei meinem anderen Charakter so ein bisschen gemacht. Füße. Hier, Gürtel, Moment. Ketten der Qual. Nee, das ist blöd. Ja. Und zwar. Es war so ein Hexengürtel, der zu uns passt. Er hier. Das passt auf alle Fälle zu uns. Und den habe ich benutzt. Der ist auch gar nicht mal so teuer. 15.000. Ich stelle den mal her. Und dann gucken wir uns das mal an. Denn Elementarschaden, gut, das brauchen wir jetzt nicht. Geist, Leben, Verteidigung, Zauber, Lichtradius, Chaoswiderstand, Giftvergeltung. Das ist interessant. 40% auf alle Vergeltungsschaden. Typen, Fluch der Schwäche, Rache. Haben wir beides. Also das ist auch eine Sache, was wir benutzen können. Ja, der Runenstein, der geht halt ausschließlich Kopfrüstungen. Ne? Deswegen kann man sich hier so ein bisschen auch das verbauen. Das behalte ich, das nehme ich nochmal mit. Den behalte ich auch. Habe ich noch einen Dram dabei? Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Wir
müssen jetzt nochmal hierher. Antivenin-Salbe 1, 2, 3, 4, weil wir es uns leisten können. Ich habe ja hier noch genug solchen Blümchen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch besitze. Es kommt jetzt hier auch nochmal dran. Das ist bei mir so ein bisschen Standard immer. So, jetzt können wir eigentlich die Sache so ein bisschen durchtauschen. Aber ein Gürtel muss ich loswerden. Ich nehme mal die beiden hier rüber. Das ist schon auch, der ist schon irgendwo cool, muss ich ehrlich sagen. Wenn wir jetzt hier mal gucken, ne? Nicht schlecht. Gut, der kritische Schaden, der fällt so ein bisschen raus, ne? Das weg. Physische. Erhöht die Rüstung. Wir machen. Das schmeiße ich jetzt raus. So, jetzt habe ich hier so ein bisschen Platz. Okay, jetzt lege ich diesen Bursche hier nochmal an. Da. Und da müssen wir sehen, dass wir unseren Durchschlagswiderstand auf... So hätte ich das ganz gern. Und der kommt gut in Aktenburg. Also alles, was so mit Gift irgendwie zu tun hat, da ist der Gürtel ganz sinnvoll. Der macht jetzt zwar hier in dem Fall Elementarschaden. Ich weiß gar nicht, wenn ich das nochmal mache. Moment, ich muss mal gucken. Ja, tut mir leid, dass es jetzt so ein bisschen eine Bastelfolge ist, aber ich finde das immer ganz spannend. Ja, das macht er zufällig. Ich meine, viel kostet es nicht, ne? 15.000 und hier einmal das da. Mich würde mal interessieren, ob der nochmal Elementarschaden macht oder diesmal was anderes. Ja, Konstitution. Das wäre fast noch besser. Also wenn man es jetzt vergleicht. Okay, unsere macht Lichtradius, Zaubergeschwindigkeit, Verteidigungsqualität. Macht der ein bisschen mehr. Hier haben wir Leben bekommen, 4%. Die scheint es immer zu geben. Geist ist natürlich für uns nicht schlecht. Sind wir eh ein bisschen knapp bei Kasse. Jetzt vergleichen wir mal den Schaden. Ja, nur den Schaden. Okay. Hier haben wir definitiv mehr Konstitution. Muss ich nochmal gucken, welcher war, ja. Nicht viel. Aber Gesundheitsregeneration sind wir halt jetzt so ein bisschen am Popo, ne? Den lagere ich mal ein, weil die sind gar nicht die schlechtesten. Es gibt nämlich noch einen coolen Gürtel. Der so ein bisschen zu uns passt. Ich muss ihn nur finden. Das ist einfach zu viel Kram hier. Gürtel auserwählten, Geistknochen, Malmaut, nein, 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 nein. Das ist Ovari. Der ist auch sehr cool, wenn man Glück hat. Da muss man auch ein paar davon herstellen, bis man einen passenden hat. Der passt auch sehr gut. Also hier der Ovari-Gurt müsste das dann eigentlich sein. Kostet 16.000, Riftstein und verwestes Herz will ich jetzt mal nicht ausgeben. Sonnengurt, Teufelsgurt. Ich glaube hier, das müsste der sein, ja. Okay, der ist es. Stell mal einen her. Sechs Säureschaden, kritischer Schaden, Durchschlagsäure, Gift, ja, Verteidigungsqualität, zwei auf Aspekt des Wächters. Ist auch nicht übel. Weil er auch so ein bisschen kritischen Schaden 5% macht.
Also diese beiden, der mit dem Auge hier. Den werde ich auch noch mal mitschleppen. Werde aber erstmal mit dem weitermachen, den wir hier dran hatten. So. 78%? Jetzt fehlt da irgendwas. Okay. Ich glaube, der hat vorhin das nicht wirklich gelöscht hier, ne? Also, doch wieder so. Ich hätte halt hier gern meinen Durchschlagswiderstand auf über 80%. Ether kann ich hier so ein bisschen gegenkompensieren, weil ich ja hier noch austauschen kann. Und dann bin ich bei 84%. 80. So, also jetzt haben wir mal so ein bisschen Kram ausgetauscht und ich hoffe, dass das was nützt. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Tschüss.